Noch sind die Tribünen der Regattabahn in Duisburg-Wedau leer. Doch das wird in 4 Jahren anders aussehen. Dann findet die neben den Olympischen Spielen weltweit größte Multisportveranstaltung in Duisburg statt, die Universiade. Die Region Rhein-Ruhr hat nach 6 Monaten Planung am Wochenende den Zuschlag erhalten. Katrin Hertel, Sportwissenschaftlerin der Universität Duisburg-Essen, blickt mit Vorfreude auf die Veranstaltung. Ich freue mich natürlich erstmal, dass so ein Riesensportevent überhaupt hier nach Deutschland kommt. Ich glaube, für jeden Sportler ist es eine tolle Sache, wenn solche Wettkämpfe im eigenen Land stattfinden. Und ich freue mich, dass ich einfach jetzt an der Vorbereitung, die ja ganz intensiv auch mit den Kommunen und mit den Unis auch stattfinden wird, mit den Hochschulen hier in der Region, dass ich daran mitarbeiten darf. Und das ist eine Riesenherausforderung, auf die ich mich total freue. Katrin Hertel freut sich aber nicht nur auf die Vorbereitungen der Wettkämpfe. Im Fokus steht während der Veranstaltung auch noch etwas anderes. Was vor allen Dingen auch eine ganz wichtige ist, ein Zusammentreffen mit vielen Nationen. Und ich glaube, das ist auch das Flair, was so eine Universiade ausmacht, dass es nicht nur um die Medaillenjagd geht, sondern dass man wirklich auch den interkulturellen Austausch fördert und auch erlebt und erlebbar macht. Und darauf freue ich mich ganz besonders im Sommer. Neben der Universität freuen sich auch Stadt, Land und Bund darüber, dass sie die Universiade in die Region Rhein-Ruhr holen konnten. Daher macht sich auch der Bund darüber Gedanken, wie der interkulturelle Austausch stattfinden könnte. Das hat jetzt zur Folge, dass wir schnell planen müssen, dass wir gucken müssen, was müssen wir noch an den Sportstätten tun und ertüchtigen. Und darüber hinaus, wie können wir, sage ich mal, mit der Abschlussveranstaltung im Landschaftspark Nord, aber auch vielleicht mit ganz vielen kleinen Kulturveranstaltungen im Stadtgebiet eine unvergessliche Universiade 2025 170 Nationen und 10.000 Teilnehmern zur Verfügung stellen. Planen müssen auch die Universitäten. Um die Studierenden im Sport zu fördern, gibt es besondere Lehrveranstaltungen. Wir bieten zum Beispiel immer 1 bis 2 Kurse im Hochschulsport an im Sommer. Und wir haben sehr erfolgreiche Athletinnen und Athleten, gerade hier im Bereich Rudern. Da denke ich zum Beispiel an den Sieg im Doppelzweier. Wir haben da die Goldmedaille geholt. Bis solche Erfolge gefeiert werden können, steht jetzt aber erstmal einiges an Vorbereitung an. Bis dahin wird weiter trainiert. Für die weltweit bekannte Universiade im Jahr 2025 auf deutschem Boden.